Dies sind Deutschlands bestaussehende Prominente. In Berlin hatte die Zeitschrift Grazia zum Best Dressed Award 2014 ins Soho-Haus geladen. Die Schauspieler Julia Malik, Caroline Herford, Ken Duken, Moderatorin Mareile Höppner und Model Lena Gerke sind die Gewinner des Abends. Aber auch solche schönen Menschen kennen Modesünden. Also ich muss sagen, ich hatte relativ viele Haarpannen, als ich noch jünger war. Gar nicht so Modepannen, weil das wechselt einfach von Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder von Jahr zu Jahr. Es ist einfach was anderes, modern. Was ich heute Abend trage, wird vielleicht in 5 Jahren, werde ich sagen, oh mein Gott, was hast du an dem Abend getragen? Es ist einfach sehr schnelllebig, aber mit Haarexperimenten kenne ich mich sehr gut aus. Auch Schauspielerin Caroline Herford war nicht immer so stilsicher. Ich habe bei meinem ersten deutschen Filmpreis, wusste ich nicht, dass es ein Smoking-Gala ist und dass man da Bodenlagen anzieht. Und ich war halt wirklich total unbedarft und habe am Morgen des selbigen Tages meine Freundin gefragt, ob sie nicht irgendein Kleid hat. Und ich habe dann so ein 60er-Jahre-knielanges Kleid, das hatte so eine Länge, die wirklich sehr ungünstig ist für meine Beine, in einem Beige-Braun, was zu meinem Hautton ganz furchtbar ist, angezogen. Das war wirklich sehr, sehr unvorteilhaft, dieses Kleid. Und dann hatte ich noch so komische High-Heel-Sandalen dazu an. Das war jetzt nicht mein größter Modemoment, würde ich sagen. Von Mareile Höppner kommt der ultimative Tipp für alle Herren, die im Sommer bitte, bitte eines vermeiden mögen. Ich habe bei Männern nach wie vor wahnsinnige Schwierigkeiten, wenn sich Socken in Sandalen verirren. Das ist für mich immer noch kompliziert und da kann ich mich auch nach 20 Jahren nicht dran gewöhnen. Lustig ist auch, dass dieser Trend nicht ausstirbt, auch wenn es nie einer war. Na dann, immer schön angezogen bleiben.